Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Velo Home, unserer täglichen Zusammenfassung vom Giro d'Italia. Heute hatten wir die dritte Etappe von Nimwegen nach Arnheim über 190 Kilometer. Ja, und heute da hatten wir ein ähnliches Szenario wie gestern, das heißt Sprintermannschaften gegen Ausreißer. So hat sich kurz nach dem Start eine vierköpfige Ausreißergruppe gelöst. Dabei waren zwei Altbekannte von gestern, Giacomo Berlato vom Team Nippo Vinifantini und Martin Cialinghi vom Team Lotto Jumbo. Dazu gesellt haben sich noch Johann van Zyl aus der Mannschaft Dimension Data und Julen Amarzqueta aus der Mannschaft South East. Ja, und dieser vier Ausreißer konnten einen Vorsprung von maximal 8 Minuten herausfahren. 53 Kilometer vor dem Ziel stand dann die einzige Bergwertung des Tages in Postbank auf dem Programm. Martin Cialinghi, der sicherte sich dort den Sieg, respektive er fuhr als Erster über den Strich und somit übernimmt er die Führung in der Bergwertung von Omar Fraile, der gestern das Bergtrikot erobert hatte. Ja, und zwischendurch, da ging es sehr hektisch zu. Es gab ja leider einige Stürze. Prominentestes Sturzopfer wohl Jean-Christophe Perrault, der Franzose, musste die Italien-Rundfahrt durch seinen Sturz aufgeben. Und zwischendurch gab es dann auch zwei Windkantenaktionen, wodurch das Feld in zwei Teile geteilt wurde. Es lief dann aber wieder alles zusammen. Und die Ausreißer, die wurden dann erst so, ja gut, 2 Kilometer vor dem Ziel wurde mit Van Zyl der letzte Ausreißer erst gestellt. Und dann kam es in Arnheim, ja, wie schon gestern, zum Massensprint. Und dieser Sprint um den Sieg bei der dritten Etappe des Giro d'Italia war recht schnell entschieden, denn die Mannschaft Etix Quickstep, die hat das heute richtig gut gemacht. Die haben einen richtig schönen Zug aufgebaut für Marcel Kittel. Und der wurde dann, ja, fast mit der Abschleppstange auf die letzten 200 Meter gezogen. Da hat er dann seine Rakete gezündet und hat das Ganze überlegen, kann man schon sagen, wieder gewonnen und dadurch hat er auch die Führung in der Gesamtwertung übernommen von Tom Dumoulin und trägt damit am Dienstag ja die Maglia Rosa. Und erfreulich aus deutscher Sicht auch zwei andere Deutsche in den Top 10, nämlich mit André Greipel auf Platz 4 und Rick Zabel auf Platz 9. Um das Ganze zu vervollständigen, die Top 10, zweiter wurde Elia Viviani, dritter Giacomo Nizzolo, vierter besagter Greipel, fünfter Alexander Porsev, sechster Christian Sparagli, siebter Moreno Hofland, achter Arno Demar, neunter Rick Zabel und zehnter der Slowene Matej Mohoric. Ja, und ja, Marcel Kittel, der kann in den morgigen Ruhetag mit dem rosa Trikot gehen, worüber er auch natürlich sehr erfreut war. Und ja, blicken wir doch noch auf morgen. Wie gesagt, morgen Ruhetag. Erst am Dienstag geht's weiter mit dem Giro d'Italia, dann sind wir mit der Italien-Rundfahrt wieder am Stiefel. Dann stehen 200 Kilometer auf dem Programm von Catanzaro nach Praia Amare. Das Ganze ist dann schon ein bisschen hügeliger als jetzt in den Niederlanden. Da haben wir unter anderem zwei Bergwertungen der dritten Kategorie. Ja, und da werden wir sehen, ob dann nicht vielleicht doch mal eine Ausreißergruppe durchkommt und vor allem, ob Marcel Kittel dann sein rosa Trikot verteidigen wird können. Ja, das soll's damit erstmal gewesen sein von unserer heutigen Zusammenfassung und dann bis Dienstag. Bis dann. Ciao.